Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft Life in the Woods. Ja, wir bauen so langsam, aber sicher bauen wir ja die Baustellen, die hier noch ab. Und eine Baustelle, die mich extrem nervt, ist, dass man hier immer so runterspringen muss. Also das, ihr wisst, was ich meine. Mir fehlen die Stufen. Ich will Stufen. Warum sind da und da denn unterschiedliche? Die gehören doch dann da rein. So. Okay. Ich will Stufen. Dafür brauchen wir die. Einen lassen wir da drin. Einen? Hallo? Kann ich da bitte einen reintun? Verstehe ich nicht. Egal. Wir brauchen davon welche. Wir brauchen davon welche. Okay. Dann haben wir das. Dann machen wir das und das. So. Die können weg. Die können weg. Ach, dafür brauche ich ja gar keine, ne? Ich noch mal ein paar davon. Ich verwechsel das immer mit den Schrägen. So, das sollte ja reichen. So, dann können die da unten rein. Was haben wir noch? Das Holz kann wieder da rein. Und dann brauchen wir gleich aber dieses Holz. Aber erstmal gucken, dass hier denn alles passt. Ich glaube nämlich, dass wir mehr Stufen brauchen tatsächlich. Und wir brauchen hier die... Ich habe es mir die ganze Zeit schon gedacht, dass das Ding uns im Weg stehen wird. Diese Reihe an Steinen, Holz, wie auch immer. Bitte nicht. Aha. Aha. So. 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 Ah. Hä? Hä? Herrgott, was macht er denn? Das ist aber doch nicht schön. Das ist insgesamt nicht so richtig schön hier, ne? Ich weiß nicht, ich bin da nicht so richtig überzeugt von unserer Treppe hier. Muss ich ehrlich mal sagen. Ich will mir das komplett wegnehmen hier. Können wir das so machen? Ups. Wirkt dann schon ein bisschen freundlicher, oder? Meine ich das nur? Wir müssen halt dann nur... Was essen müssen wir auch mal. Wir müssen dann halt nur hier draußen das wegnehmen und dafür für Rollos dahin machen. Wir bleiben hier immer hängen. Das ist richtig scheiße. Naja, es geht. Wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, dann geht's tatsächlich. Gib mal alle her jetzt. Und davon kannst du mir auch mal welche geben. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Also, wir brauchen... Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Ups. 5. Die müssen wir schisseln. Zu Rollos. Und dann können wir nämlich hier
das alles abbauen. Und das so machen. Okay, und dann müssen wir jetzt hier die Treppe. Naja. Ist da doppelt drin? Auch diese Geräuschkulisse. Irgendwas stimmt doch da unten in meinem Keller nicht, oder? Ständig dieses... Okay, 5 Stück habe ich noch. Ach du Heilige, wir brauchen aber noch 7. 7! Freunde, 7, nicht 5. 7. Okay, dann muss ich nochmal 2 Birkenholz besorgen. Birkenholz. Nochmal zu gestern. Ich glaube, das ist manchen irgendwie in den falschen Hals geraten. Dass ich sage, ich mache mir Gedanken darüber, mit Minecraft aufzuhören, heißt nicht, dass das eine beschlossene Sache ist. Es kann genauso gut auch sein, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich sage, nee, Minecraft gehört halt irgendwie so dazu. Und was ich auch noch sagen möchte, weil ich gelesen habe, es sind ja erst 40 Folgen. Ja, es sind erst 40 Folgen in diesem Projekt. Ja, ich spiele seit Juli. Lade ich täglich eigentlich, ja, ich glaube täglich, jeden Tag mindestens eine Folge Minecraft hoch. Also es geht mir nicht um das Projekt, es geht mir nicht um Life in the Woods. Life in the Woods ist unglaublich cool und wir haben ja auch gerade so an der Oberfläche von Life in the Woods gekratzt. Life in the Woods ist ein super, super tolles Modpack und ich kann es jedem nur empfehlen, der nicht unbedingt den ganzen Tag Action haben muss. Worum es mir geht, ist, dass ich so ein bisschen Minecraft satt bin. Nicht Life in the Woods, sondern Minecraft. Wenn wir jetzt mal durchrechnen würden, hätte ich bestimmt über 300 Folgen Minecraft oder so mittlerweile rausgebracht. Für manche ist das nicht viel, für mich ist das aber eine ganz schöne Menge, weil ich bin tatsächlich eher jemand, der Spiele schnell auch mal wieder liegen lässt. Und deswegen ist das für mich eigentlich schon eine ganz schöne Menge. So 300 Folgen Life in the Woods ist schon eine Hausnummer bei mir. Nicht Life in the Woods, sondern Minecraft. Wir können ja mal kurz durchrechnen. Also ich habe für den ersten Teil, der erste Teil war ja ein bisschen, also das erste Minecraft-Projekt war ja so ein bisschen erbärmlich mit meinen 10 Folgen. Dann kam, glaube ich, kam Hexit mit 20 oder mit 40 Folgen? Sagen wir mal 20, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Sagen wir mal 20. Dann haben wir da 30, dann haben wir Project X mit 30 Folgen. Dann haben wir, glaube ich, nochmal irgendwie 10 Folgen... Captive macht irgendwas mit 60 Folgen, dann kommen die 100 Folgen. Also wir sind allein mit den großen Projekten ja schon, mit den großen Projekten, über 200 Folgen. Also ich weiß es gar nicht so ganz genau aus dem Kopf gerade. Aber nein, ich spiele nicht erst die 40. Folge, die 40. Folge Minecraft. Sind dann doch mittlerweile schon ein paar mehr gewesen. So, dann schauen wir mal, ob wir nicht die Treppe noch fertig kriegen, mal eben. Wie viel haben wir denn da noch drin?
Ich will immer einen da drinnen behalten. Ich weiß, es gibt irgendwie so einen Schlüssel, damit kann man den dann sperren. Aber ich glaube, den kann ich im Moment noch gar nicht machen, weil man dafür, glaube ich, Sachen aus dem Nether braucht. Seht ihr, wir waren zum Beispiel auch noch gar nicht im Nether, also... Das zeigt ja, dass wir wirklich erst an der Oberfläche gekratzt haben hier. Und dass uns da noch echt ordentlich was fehlt. Wie gesagt, es soll ja auch, also falls es dazu kommen sollte, ist es kein Ende für immer. Ich bin riesiger Minecraft-Fan, so. Irgendwann werde ich auch Minecraft weiterzocken. Definitiv. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass ich im Moment, glaube ich, mal so ein bisschen Abstand zu Minecraft brauche, weil... Ich halt auch, so, ich habe das mal irgendwann gesagt, ich muss ja irgendwann auch mal ein bisschen was an meinem Kanal probieren. Und vielleicht ist es genau das, vielleicht ist genau der richtige Weg, einfach mal zu sagen, jo, Entschuldigung fürs Husten. Minecraft war cool, Minecraft war lustig, Minecraft hat mir unglaublich geholfen, Fähigkeiten in allen Bereichen zu verbessern. Also wenn ich irgendwo meine Skills im Bereich Schnitt oder sonstiges verbessert habe, dann war es in Minecraft tatsächlich. 1, 2, 3. Also ich glaube, ich habe in keinem anderen Projekt so sehr versucht, mal Sachen zu machen, wie in Minecraft zum Beispiel. Die 100. Ich erwähne sie immer wieder, aber es ist halt einfach so, die 100. Folge von Hexit war ja was ganz, ganz Neues für mich. Irgendwie und, ja, was soll ich euch dazu jetzt sagen? Ich weiß es noch nicht. Lasst uns alle zusammen gespannt sein, wie das werden wird. Und was daraus werden wird. Okay, dann brauche ich jetzt einmal den... Habe ich den Schüssel unten vergessen? Oh, nach dem Huster muss ich jetzt auch noch niesen, ey. Und mein Felix meldet sich auch zu Wort. Aber ich kann mal eben schlafen, ne? Wenn ich jetzt eh da hochgehe. So. Aber lasst uns nicht weiter über das Thema reden. Bis Ende März haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis Ende März habe ich mir so gesagt, okay, bis dahin sollte es sich dann mal entschieden haben. Weil, wie gesagt, ich brauchte den Schlüssel gar nicht. Dann kommt Mass Effect Andromeda und da würde ich dann entweder ganz gerne mit dabei sein oder eben auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das wird die Zeit zeigen. Machen wir hier so eine richtige Glastür? Ich glaube, hier machen wir so eine richtige Glastür. Okay, so, dann lasst uns noch mal kurz durchgehen, was denn jetzt alles noch zu tun ist. Wir müssen hier oben noch einen Zaun reinziehen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Das ist ja gar nicht so viel Arbeit. Ist halt nur die Frage, wie ging der Zaun, ne? Zimmermann. Barriere des Zimmermanns. Zwei davon und zwei Sticks. Oh, na gut. Das wird jetzt kompliziert, weil wir wahrscheinlich keine Sticks mehr haben. 6. Super. Das ist eine super Anzahl. Achso, ja, der gibt Fehlermeldungen raus, wenn man mit dem Stick versucht hat, drauf zu hauen. Das ist auch gut. Dann müssen wir... Sticks machen. Ach du Heilige, wir müssen Sticks machen, um erstmal wieder... Carpenter-Blöcke zu machen. Dann müssen wir nochmal Sticks machen.
Aber das reicht ja nicht. Das reicht ja im Leben nicht. Glaube ich. So, jetzt müssen wir wieder Sticks machen. Und dann müssen wir ja auch irgendwie was haben, damit der Zaun... Oh Mann. Das sollte allerdings doch reichen. Da müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen Holz holen gehen. So, dann haben wir nämlich das schon mal fertig. Wir haben hier unten das fertig. Wir haben die Türen drinne. Dann haben wir den Zaun eingezogen. Ach, guck mal, man kann den auch an die Wand oder von der Wand wegmachen. Das ist auch spannend. Was man so alles mit den Carpenter-Blöcken machen kann. So, und dann hier noch einmal draufgehauen. So. Und dann wird das nämlich auch einfach mit, aber das hatte ich, glaube ich, mit vertikalen Rollos gemacht. Kann das? Ich weiß das gar nicht mehr. Gib mir mal... Wie heißt der Stein? Habe ich das mit ganz normalen gemacht? Echt jetzt? Nee. Guck mal, der ist doch anders. Da. Fantasievolle Fichtenholzbretteranordnung. Fantasievolle Fichtenholzbretteranordnung. So. Fantasievolle Fichtenholzbretteranordnung. Wo sind die? Da. Okay. Schwupp, dann wollen wir den mal wieder schön machen. Und wie viele brauchen wir dafür? Massig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Ich weiß, wir sind schon wieder kurz vor Ende. Kurz vor Ablauf der Zeit, sozusagen. Also es wäre tatsächlich so, wenn ich jetzt nochmal ein Minecraft-Projekt anfangen würde, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate, wie auch immer, man weiß es nicht, Pause gemacht in Minecraft und jetzt fange ich mal ein neues Minecraft-Projekt an. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich wieder Life in the Woods spielen. Wirklich. Also kein Scherz, weil das einfach so komplett ist. Dieses Spiel ist einfach, also dieses Modpack ist einfach das Kompletteste, was ich bisher gespielt habe. Ja, man hat vielleicht ein bisschen wenig Abenteuer, aber das könnte man sich ja tatsächlich dann im Zweifelsfall auch noch per Mod dazu holen. Ich habe es ja jetzt wirklich akut drauf angelegt, wenig Abenteuer zu haben. Ich wollte ja wenig Action nach dem Hexit-Projekt haben. Und also gefühlt finde ich einfach, das ist am komplettesten, dieses Modpack. So, das ist, naja, so die super wichtigen Mods sind drin, die Standard wichtigen Mods. Und, ist doch, es wird, oder? Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, da kommt noch das Dach drauf. Es wird doch, ich finde das ein schönes Haus, so langsam. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Der Zaun hier vorne muss natürlich auch noch geändert werden. Habe ich eigentlich vielleicht gerade genug Dinger noch, um den fertig zu machen hier? Habe ich. Ein Traum. Und da darf ja keiner rein, weil...
Toll. Ah! Ist ja gut, Freunde. Hört doch auf, euch zu beschweren. Jetzt huste ich schon wieder. So. Wir hören alle das Monster, ne? Den Zombie, der da drinnen steht? Hallo. Er hat sich bei mir zu Hause eingenistet. Okay. Ey, das sieht doch... Mal ganz im Ernst, das sieht doch aus wie so ein richtig süßes, kleines... Vororthäuschen, oder? Seid doch mal ehrlich. So, da kommt jetzt noch oben ein Dach drauf, dann ist das doch ein schickes, kleines Häuschen. Na gut, wie dem auch sei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen und ansonsten sage ich wie immer bis denne!